Moin moin und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge American Truck Simulator. Ja, beim letzten Mal hatten wir unseren Traktor, unseren Gelenktraktor hier schon aufgeladen, aufgesattelt und ich würde sagen, wir hauen uns gleich mal in die Kiste rein und sehen zu, dass wir hier erstmal wegkommen. Fertig zum Losfahren. Das hört sich gut an. Motor ist an. Licht, einen Moment. Wo haben wir es? Ist es jetzt auch an? Du hast keine Anzeige drin, ne? Es ist zum Jaulen, echt. Eins, jetzt muss es an sein, jawohl. So, Gang rein, Feststellbremse raus. Beziehungsweise, ich glaube, wir können da lang, ne? Genau. Sehr schön. Dann wollen wir erstmal gucken, dass wir hier rauskommen. Ist das hier ein Güllebecken oder was? Überlaufbecken? Ich weiß es nicht. Ja, Mähdrescher, jawohl. Für unsere LS-Freunde, alles damit. So, dann wollen wir mal weit, weit ausholen. Damit wir hier auch rumkommen. Das wird jetzt interessant. Erstmal gucken. Ja, das ist wieder ein langes, langes Aas, was da hinten dran hängt. Da müssen wir uns ein bisschen Zeit nehmen. Da können wir nicht um die Ecke knallen wie die Weltmeister. Sonst wird das hier nichts. Ah, so. So sieht das ganz gut aus. Ja, wir haben es noch früh am Morgen. Jetzt muss ich hier über diese Piste wieder ein bisschen langsamer machen. Mein Lenkrad schlägt ja mit Force Feedback aus. Mu, moin und macht's gut. Lasst es euch gut gehen. Demnächst links abbiegen. Links abbiegen. Ja, dann wollen wir mal schauen. Erstmal runter hier vom Hof. Und dann wollen wir mal sehen. So. Links gucken. Da sieht ganz gut aus, ne? Passt alles. Sehr schön. Ja, auch bergauf. Doch, es kommt was. Demnächst rechts abbiegen. Er hatte ja gemeckert, wo wir den Antrag, den Auftrag angenommen haben. Aber rechts ab. Er macht doch seinen Job hier. Das ist doch in Ordnung. So, Moment mal. Da sieht gut aus. Da sieht auch gut aus. Und Romia. Na komm. Jetzt musst du aber mal alles geben hier. So, sehr schön. Ja, wie gesagt, wir haben es früher morgen. Wir haben es 6.33 Uhr. Wir gehen mal in unseren Auftrag rein, um uns alles nochmal in Erinnerung zu rufen. Wir haben einen Raupentraktor hinten drauf. 25 Tonnen, gut. Aber mittlerweile merken wir das ja kaum noch. Zielort ist Los Angeles. Los Angeles, für die, die es noch nicht wissen, ist auch mein Heimat... Jetzt habe ich fast gesagt Heimathafen. Ja, da wo meine Garage ist, da wo ich meinen Firmensitz habe in Los Angeles, ne? Wir werden erwartet Freitag 13 Uhr, zwischen 13.50 Uhr und Freitag 20.30 Uhr halt. Genau. Dafür gibt es hier, Moment, jetzt muss ich mal gucken, komme ich rüber? Ja. 54.639 Los Dólares. Sehr schön. Unser Kontostand, er kann sich mittlerweile ja wohl mal sehen lassen. Wir sind jetzt bei 92.570. Ah! Läuft. Läuft. Ja, wir könnten jetzt auch was... Moment, Tank. Tank sieht auch gut aus. Wir haben... Wie viele Kilometer haben wir? Das würde auf jeden Fall passen. Das könnte man so lassen. Wir haben... Ach, jetzt kommt diese ganze Septinkacke hier, ne? Ah, ja. Ah, gut. Da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Wir könnten jetzt natürlich hingehen und sagen in unserem Kredit, da hauen wir jetzt ordentlich was weg. Aber... Ich würde gerne auf jeden Fall erstmal das so stehen lassen, weil ich denke mal, nach diesem Auftrag, nach dieser Entfernung und hin und her, werden wir wieder aufleveln und da möchte ich natürlich erstmal wieder ordentlich was, so ein bisschen was in unseren Truck reinstecken. Also Motor, Getriebe und dergleichen. Damit wir natürlich auch immer besser vorankommen. Also das steht auf jeden Fall mal fest. Aber dann mal schauen. Also wie gesagt, es kann ja nicht schlechter werden, wenn ich jetzt nicht grundlegend alles falsch mache. Es kann ja nur gut werden. Oh, da kommt einer. Jetzt müssen wir mal... Ja, jetzt müssen wir so ein bisschen aufpassen. Auch schick, jawohl. So. Oh, Leute, das ist natürlich jetzt ein bisschen interessant hier. Ja, genau. Jetzt kommen sie nämlich alle. Da müssen wir so ein bisschen aufpassen. Wir müssen ausholen und wir müssen aufpassen. Und ich habe keinen Bock, dass wir hier an irgendeinem Fels oder sonst irgendwas hier hängen bleiben mit dem langen Aas. Schauen wir mal. Da kommt auch nochmal so eine blöde Kurve. Aber was heißt blöd? Es ist eine Herausforderung. Es gehört ja wohl zum Spiel dazu, ne? Auf jeden Fall. So. Wollen wir erstmal gucken. Jawohl. Okay. Sehr schön.
So. Hier geht's weiter. Happy Cattle. Jawohl. Glückliche Hühner, Kühe. Ach nee, jetzt wollen wir erstmal sehen, dass wir hier durchkommen. Nein, was erstmal natürlich am Anfang. Ich hoffe, es geht euch gut. Ihr seid alle gesund. Euch geht's bestens an diesem schönen, warmen Wochenende. Also heute ist Aufnahme Unfall verursacht. Da ist die Sau ist gegen mich gefahren. 800 Tacken. Ich sag ja, wir müssen hier aufpassen wie die Weltmeister. Sonst ist unsere ganze schöne Kohle weg. Aha, okay. Na gut, wir müssen jetzt erstmal hier ein bisschen aufpassen. Ja, an diesem schönen warmen Wochenende, wir haben heute Aufnahmetag, ist Samstag. Wir haben es jetzt 12.43 Uhr, das heißt, es ist jetzt mittlerweile draußen mollig warm. Ne? Den Pool habe ich auch schon gereinigt, natürlich alles mit ganz viel Pausen und hast du nicht gesehen. Und dabei wurde ich auch noch von so einer Dreckswespe gestochen. Mein linker Arm tut ein bisschen weh, das heißt, wenn ich mich heute hier und da mal ein bisschen verlenke, seht's mir nach. Wir haben nämlich in unserem Rhododendron-Busch, der nicht so weit weg vom Pool steht, ein riesen Wespennest. Also einfach, ja, also das ist ja schon ein Staat, also ein Riesenstaat, der sich da niedergelassen hat. Es ist unglaublich. Meine Frau wurde da auch schon zweimal gestochen. Wir bekommen es aber einfach nicht raus. Wir haben schon ein paar Mal. Ich weiß, sie stehen unter Naturschutz, ich weiß. Aber wenn es hier um die Enkelkinder und alles geht, dann ist es was anderes mittlerweile. Also die werden echt aggressiv. Und. Demnächst rechts abbiegen. Ja, machen wir. Und uns haben sie auch schon gestochen. Also wir werden hier noch eine Warnung aussprechen, eine Warnung rausgeben für die Enkelkinder, dass die erstmal nicht vorbeikommen sollten am besten. Weil das ist wirklich schon heftig. Wir müssen mal sehen, wie wir die da wegkommen. Weil mittlerweile, wenn du ein Wespennest professionell von einer Firma oder Leute, die das können oder dürfen oder wie auch immer entfernen lassen willst, das kostet eine Menge Kohle. Ne? Das ist ja nicht gerade billig. Und ja, müssen wir mal schauen, wie wir das Problem in den Griff bekommen. Also noch ist da nichts passiert, das hängt da noch. Natürlich, klar, wir haben da auch noch nichts gemacht. Aber wir müssen uns da irgendetwas einfallen lassen, weil es muss da ja auch spätestens nächste Woche auch mal wieder in der Ecke gemäht werden. Und sonst dergleichen alles. Jetzt übers Wochenende werde ich da noch nichts machen. Einfach viel zu warm. Und gestern hatte ich auch mal wieder so einen kleinen Dämpfer gekriegt. Ich war gestern mit meiner Frau kurz einkaufen. Was heißt kurz? Wir entspannt einkaufen. Mussten natürlich auch so, weil hier momentan bei uns viele Baustellen sind, viele Umleitungen fahren. Und waren unter anderem natürlich auch beim Fressnapf für unsere Katzen Futter besorgen. Und ich hatte auch gar keinen Stress und nichts. Es war alles easy, locker und ja, habe mich meines Lebens gefreut und habe dann eigentlich nur die paar Kleinigkeiten Futter eingeladen ins Auto, bringe den Wagen weg, komme wieder, gebe meinen Puls hoch. Ich weiß nicht, wie hoch. Also meine Uhr zeigte mir 120 und höher an. Also von da an aufwärts. Dann musste ich mich erstmal hinsetzen ins Auto und erstmal, Schatzi, jetzt mal ganz ruhig Luft bekommen. Kann auch sein, dass die Hitze ist. Momentan kann ja vieles mit reinspielen bei mir, da wir ja noch nichts Genaueres wissen. Aber das hatte mich dann gestern auch so ein bisschen dann mal ausgebremst. Und da bin ich jetzt dann doch ein bisschen vorsichtig. Ich mache trotzdem meine Sachen, aber immer schön vorsichtig. Sobald irgendwelche Warnanzeichen kommen, wie Schulter tut weh, Arm tut weh, das sind immer so die Vorzeichen bei mir, dann sofort Pause machen und alles in Ruhe. So habe ich das heute auch gehalten mit, was habe ich heute gemacht? Wäsche gewaschen und aufgehängt, den Pool gereinigt. Da war eigentlich nicht so viel zu machen beim Pool. Nur noch die Reste, weil gestern hatte ich schon einmal gereinigt. Ja, genau. Und ja, Spülmaschine einmal angestellt jetzt. Das war es jetzt bis jetzt auch gewesen. Wie gesagt, Frauchen jetzt auf Spätschicht. Ich nehme hier für euch hier ein Video auf. Ich hatte ja gestern mal nichts am Rechner gemacht, weil ich ja gestern Hochzeitstag hatte mit meiner Frau. Und ich denke mal, da sollte man dann mal nicht an den Rechner gehen. Da sollte man, meine Frau hatte nämlich auch frei gehabt. Da haben wir uns einen schönen Tag gemacht. Es war gestern auch tierisch warm. Es war tierisch warm. Immer geradeaus. Und wir hatten erst überlegt, Mensch, gehen wir essen oder bestellen wir uns was, lassen wir was bringen oder wie auch immer. Und irgendwie, als wir dann auch beim Einkaufen unterwegs waren, haben wir so gedacht, eigentlich könnten wir uns auch mal was Schönes auf den Grill hauen. Und waren dann auch in diesem Fall dann mal in Bezug auf unseren Hochzeitstag mal am frischen Tresen, ne, also richtig beim Schlachter, ne? Und haben dann mal so ein paar leckere Sachen von jedem so ein bisschen mal was rausgesucht, damit wir von allem mal so ein bisschen was probieren können. Und naja, und dann hat sich daraus wiederum noch entwickelt, dass dann unser ältester Sohn mit Frau und Kind dann auch noch dann da war, spontan.
hatte sich das dann ergeben. Ja, war ein schöner Abend. Also hat natürlich dann auch ihm auch gesagt, hier passt auf mit den Wespen da, also in die Ecke meiden. Wegen dem Lütten, ist klar. Ja, und es war trotzdem ein schöner Abend. Wir haben schön gegrillt. Wir haben gar nicht so viel drauf gehauen, aber wir waren pappesatt, waren wir. Wir waren wirklich pappesatt. Hammer. Also, aber war lecker, ne? Man hat sich mal überall so ein bisschen durchprobieren können. So, jetzt können wir uns den Track auch nochmal so ein bisschen... von hier vielleicht, ne? Mal ein bisschen angucken. Jawohl. Wozu dieses hintere Stück hier ist, das verstehe ich nicht. Weil, das braucht er doch eigentlich gar nicht. Ne? So, jetzt gehen wir mal wieder rein. Ja, überholt mich doch. Nee, war ein schöner Abend gestern auf jeden Fall. Brauche ich ja noch ein bisschen dann Lillet getrunken. Ich ein schönes Alster. Habe ich aber auch gemerkt. Also schön vorsichtig sein, ne? Weil ich schon ewig nichts mehr getrunken habe. Und... erste Feuertaufe in Bezug auf ein bisschen Alkohol mal bestanden. Ich rauche immer noch nicht. Ja, Freunde, ich schaff's immer noch zu entsagen. Ich bin jetzt auch mittlerweile über den Monat rüber. Und ich hatte ja mal gelesen, dass nach 4 Wochen das Verlangen auch nicht mehr so ist. Ist es auch nicht wirklich, also es stimmt. Geschmacks- und Geruch sind, ja, ist auch richtig. Verändert sich auch, also... man glaubt gar nicht, was man jetzt mittlerweile auch immer so an Oriendüfte zu sich nehmen kann. Also bemerkt vor allem. Und auch der Geschmackssinn, ne, so beim Essen. Also das macht sich, es macht sich bemerkbar, doch. Es ist Wahnsinn. Hätte ich nicht gedacht. So, Freunde, erstmal wieder, ne, Pösserchen, einen kleinen Schluck Kaffee. I love my coffee machine. Nein, ich habe jetzt auch einen neuen Filter eingesetzt. Ich habe jetzt endlich mal wieder Filter gekauft. Ich glaube, das hatte ich auch mal in irgendeiner Folge wieder erwähnt. Hatte jetzt aber noch gewartet, bis jetzt das nächste Mal ein Kalken dran war, weil ich wollte sie einmal frisch komplett gereinigt haben. Und jetzt habe ich auch gerade vor der Folge einen frischen Filter eingesetzt, mir ein Käffchen gemacht. Herrlich. Sehr, sehr schön. So, hier 45 immer noch? Meine, was ist denn hier los? Unglaublich. Mit 45 eiern wir hier lang. Ja, Kommentare habe ich heute auch wieder, liebe Nette, bekommen von euch. Livestream, ja, war heute auch wieder ein Gespräch in den Kommentaren. Also ich bin ja fast, ich weiß es nur noch nicht, wie ich es hinbekomme, eventuell vielleicht sogar ganz spontan mal heute noch reinschreiben, wer es liest, der liest es. Und dann eventuell noch einen machen, also ihn so legen, dass er vielleicht noch, also dass er auf jeden Fall beendet ist, bevor Frau nach Hause kommt, weil dann wollen wir heute Abend noch die Reste von gestern grillen. Mal schauen. Mal gucken. Ich weiß es noch nicht. Ich, wie gesagt, auf der einen Seite will ich das auf jeden Fall machen, definitiv. Auf der anderen Seite habe ich auch ein bisschen Muffe davor. Ist was Neues, hast du nicht gesehen. Aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ne? Das ist ja auch nun mal so. Aber wollen wir mal gucken. Ich muss mal sehen. Wie gesagt, ein bisschen was zu tun habe ich heute noch. Muss ich sehen, ob ich es noch schaffe. Weil so ein Livestream muss ja nur eine Masse mehr Zeit einplanen als bei so einer Aufnahme. Bei so einer Aufnahme weißt du, das ist ungefähr meine Grenze. Dann ist Feierabend, hinterher bearbeitest du das alles noch, schneidest es, renderst es, lädst es hoch und hast nicht gesehen, ne? Immer noch 45 hier. Jetzt, ja, hier, 55. Jetzt geht's ja mal langsam höher. Ja, der Marco hatte mir auch geschrieben, die 55 Speed Limit ist normal, unterscheidet sich wohl nur von Start so ein bisschen. Gut, wissen wir jetzt auch wieder mehr. Sehr schön. Lieben Dank auch an der Stelle, lieber Marco. Danke dafür. Man lernt auch immer wieder zu. Dann hatte ich mir eben vor Aufnahmebeginn auch nochmal diesen... na, sag schnell. Diesen Blitzerradar mal angesehen. Aber das ist ja so ein Umstand. Einmal das runterladen, dann musst du noch woanders hin was runterladen. Und ach, warte, ich habe mir das mal angeguckt. Da habe ich dann irgendwann gesagt, nee, Freunde, so umständlich will ich es auch nicht haben. Dann fahren wir halt so weiter, fertig aus, Mickey Mouse, dann ist das eben so. Das war mir dann auch ein bisschen zu blöde. Ne? Dann ist das eben so. So, apropos, wir hatten ja vorhin einen kleinen Unfall gehabt. Wollen wir mal gucken? Nein, die Ladung hat nichts abbekommen. Schaden haben wir nicht. Die 3% hier am Truck, das werden auf jeden Fall die Reifen sein. Was habe ich gesagt? Was habe ich eben gesehen? 770 Meilen haben wir noch vor uns. Dass wir das in dieser Folge nicht schaffen, das ist mir klar. Wollen wir mal schauen. Wollen wir mal gucken. Ja, Livestream. Ja, wie gesagt, da ich jetzt ja diese Folge jetzt für morgen aufnehme, wäre es ja Blödsinn, wenn ich dann heute noch einen ATS-Livestream mache. Das wird sich wohl eher in die Region sehr wahrscheinlich Fernbus dann beziehen. Aber da will ich halt nochmal
nochmal in mich gehen und nochmal gucken. Ach ja. Dann weiß ich es jetzt nicht, ob ich es schon erwähnt hatte. Bitte seid mir nicht böse, falls ich mich jetzt wiederhole. Aber, wie ich das hier gerade so sehe, ich hatte noch ein bisschen hier an meinem Aufnahmeprogramm rumgedoktert, weil ich ja hier und da mal so ein paar Ausschläge, Lecks hatte. Das Geheimnis, als ich dann irgendwann mal rausgekriegt habe, war kein Geheimnis mehr. Das lag wohl alles so ein bisschen an meiner Webcam. Die Auflösung habe ich geradeaus weit runtergeschraubt. Also, weil ich hab mir das mal in so einer Probeaufnahme angesehen. Man kann mich trotzdem sehen und alles, ne? Also, hallo. dadurch konnte ich aber... Nimmt er jetzt ganz normal auf. Hier volle Leistung von dem Spiel, volle Auflösung. Und das ist mir ja auch wichtig, dass ihr halt ein schönes Bild habt, dass ihr auch alles seht. So soll es sein. Was darf ich? 60? Naja, wenn wir dürfen, dann machen wir das, ne? Nee, Hauptsache schönes Bild und dann passt das auch. Und wenn ich ein bisschen verpixelt bin, Hauptsache ihr könnt mein dummes Gesabbel noch hören, dann passt das auch wieder. Ja! Jetzt wollen die hier... Okay. Achso. Geradeaus. Ja, jetzt habt ihr mich ausgebremst. Dankeschön auch dafür. Jetzt muss er erstmal wieder runterschalten. Oh, Leute. Na gut. Es gibt Schlimmeres. Sowas wie Unfälle oder Blitzer. er schafft es ja noch. Wir werden ankommen, auf jeden Fall. Da sehe ich ja keine Probleme. Ach ja, nein. Und dann freut der Ernie sich natürlich auch über die vielen neuen Abonnenten. Hallo nochmal auch an euch und lieben Dank dafür. Ich freue mich, der Kanal wächst allmählich. Was gibt Schöneres, ne? Das ist doch auch für mich so ein Zeichen, ne? Alles falsch machen tut der Ernie auch nicht, ne? Ist in Ordnung. Scheint gut anzukommen. Ah, schon wieder rüber. Das gefällt mir und das freut mich auch. Und so soll es ja auch sein. Auch was Positives, was Schönes für die Seele. Ja, was gibt es sonst noch Neues vom Spiel selber jetzt hier so? Nichts. Nö, vom Spiel selber jetzt haben wir nichts Neues. Diese Mücken, die Wespen, die haben aber auch ein widerliches Gift, ne? Meine Herren, du, haben wir ganz schnell für ein Ziel drauf gemacht und gekühlt, weil ich bin ja gegen allen Scheiß und alles auch allergisch. Es ist furchtbar. Aber deswegen lasse ich mir den Sommer dann auch nicht versauen. Das war auch das erste Mal, ich muss dazu sagen, es war das erste Mal seit Kindesalter, und das ist ja nun bei mir schon Jahrzehnte her, dass ich jetzt mal wieder gestochen worden bin. Gott sei Dank hat meine Frau ruckzuck reagiert und ne, Allergietablette nehme ich ja sowieso und dann gleich kalt drauf. Hat alles funktioniert. Ne? Also die Ausmaße sind jetzt nicht so schlimm. Ne? Meine Frau, die hänselt mich dann ja auch immer gleich. Hör ich ein kleines Mimimi? Da sage ich nein. War auch nicht so. Und gegen Allergie, da kann ich ja nichts für, um Gottes Willen. Ich kann halt nur so gut versuchen, gegenzuwirken und dann ist das eben so. Ja, 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 so ist das. Oh, ich könnte nochmal einen Schluck hier nehmen, du, aus der Sabbeltasse. Mm. Genuss, Genuss, Genuss. Ja. Ja, 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 was freue ich mir. Wie gesagt, jetzt müssen wir erstmal diese Ladung noch wegkriegen und dann freue ich mich, wenn wir auf jeden Fall, denke ich mir, werden wir wieder aufleveln und dann motorentechnisch und getriebetechnisch weiterkommen und irgendwann hoffentlich auch mal eine schöne Lackierung da in der Werkstatt vorhanden ist, wo wir sagen können, ja, die sieht doch ganz gut aus, ganz nett aus, das nehmen wir mal. Ach ja. So ist das. Ja, Regen hatten wir auch lang nicht mehr. Bin ich aber auch jetzt nicht. Fahrzeugüberführung, bitte eine nahestehende Wiegestation. Ja, wer hätte es gedacht? Die scheint wohl auch direkt an der Straße zu sein. Dann nehmen wir die auch gleich mal mit. Oh, Leute, du auch? Ach, er auch. Na gut, dann machen wir es gemeinsam. Jetzt erstmal wieder schön vors Gesicht hier rumziehen. Na gut. Okay, lass uns eine neue Route finden. Ach Quatsch, Pippi, das ist direkt an der Straße. Jetzt wird nicht weblich als der Papst. Wir müssen bloß ihn erstmal vorlassen hier. Damit er erstmal gewogen wird. Na? Aha. Okay, wir dürfen. Das ist aber auch ein langer Zug, wa, Leute? Das ist ja scheiß. So. Einmal wiegen, bitte.
Zack, Enter. 44 Tonnen. Gesamtgewicht. Was hatten wir hier gesagt? Ja, 25 Tonnen der... Ja, ja, aber alles zusammen mit Auflieger und hast du nicht gesehen, natürlich. Das ist richtig, das ist korrekt. So, da sieht gut aus. Jo. Und rum. Und rum. Nee, die Grafik. Wie gesagt, ich finde die Grafik immer noch Hammer. Man, natürlich, klar, wie ich das schon mal gesagt habe, und man kann es jetzt nicht zum Beispiel mit The Bus und Fernbus, jetzt, was ich jetzt angefangen hatte, ja vergleichen, aber trotzdem. Ich bin verliebt in dieses Spiel und ich werde es definitiv weiterspielen. Es sieht einfach mega aus. Und hier die USA haben sie richtig schön gemacht und wir können noch so viel hier erkunden. Ach, da freue ich mich richtig drauf. Da freue ich mich richtig drauf. Ja. Und wenn die Firma dann auch noch wächst, na, was machst du denn hier? Dann ist das mega. Immer so. Geradeaus. Waren wir hier schon? Das sieht da so aus, es ist gelb. Kann natürlich sein. Halt, Moment, hier sind 50. Waren wir hier schon? Es kann sein, dass wir da Pause gemacht haben. Weil es gelb ist. Aber auf jeden Fall, in die Richtung sind wir auch lang gekommen, ja. Na gut, hilft alles nichts. Wenn die Tour hier lang fährt, dann fährt sie hier lang. Dann ist das eben so. San Francisco. Okay. Das scheint aber langgezogen zu sein. Das wird kein Problem sein. Ausfahrt rechts. Ja, sieht ganz gut aus, ne? Das sieht doch ganz gut aus. Kommen wir jetzt auf einen Highway? Können wir wieder ein bisschen Gas geben? Nein, sieht nicht so aus. Schade, schade. Was haben wir denn hier? 50? Na gut. Ja, das zieht sich dann natürlich bei solchen Geschwindigkeiten, ne? Das ist leider wahr. Ja. Ja, wie gesagt, das Wetter bietet sich ja, wie gesagt, an zu grillen, damit man die Bude nicht so aufweist. Ich denke mal, der ein oder andere von euch wird zu Hause auf dem Balkon mit Gasgrill oder im Garten oder auf seiner Terrasse, wenn er hat, wie auch immer, wahrscheinlich dann auch grillen oder mit Freunden abends schön zusammensitzen. Also wir werden sobald natürlich, also solange natürlich jetzt diese Wespenplage uns heute Abend nicht zu sehr ärgert, natürlich heute Abend schön auf der Terrasse sitzen, ne? Und den Abend schön nach dem Grillen dann auch ausklingen lassen. Ich denke mal, das bietet sich ja an. Das wird der ein oder andere von euch auch tun. Ja, es ist schon heftig. Morgen soll es ja noch wärmer werden. Ne? Morgen Sonntag, meine Fresse. Da seht ihr dann diese Folge. Da soll es ja noch wärmer werden. Boah. Aber dann nächste Woche, hatte ich gesehen, sollte es so sein, soll sich ja wieder abkühlen. Das sind dann wieder die Tage, wo man dann zum Beispiel... gerade für Leute mit Garten und dergleichen, wo man sagen kann, so, heute mache ich mal wieder ein bisschen Unkraut weg, ne? Die Sonne ballert nicht so von oben auf dem Regen. Ich meine, ohne Kappe rausgehen ist sowieso Selbstmord mittlerweile. Also ich setze ja auch Kappe auf. Meine Frau hat es mittlerweile auch gelernt. Die Kleinen sollen es sowieso machen mit Mützchen, ne? Früher habe ich da ja nie was von gehalten, aber wer einmal Sonnenstich hatte, ich kann es euch nur sagen, wer einmal Sonnenstich hatte, der wird spätestens nach der Aktion Kappe oder Mütze, whatever, aufsetzen. Es ist grausam. Sonnenstich, das ist nichts Schönes. Nur im verdunkelten Raum, Kopfschmerzen, es ist ein Breche schlecht, nur Spucke schlecht. Duselig und alles. Was macht er denn da? Überholt er mich hier? Er wagt es, den Ernie hier zu überholen. Ja, ja, und dann willst du mich auch noch ausbremsen oder was? Ich glaube, ich lüge doch. Ich glaube, ich lüge. So, weiter geht's. So, dann wollen wir mal so langsam... Ah, wir kommen schon wieder in diese Ecke... Aufnahme erreicht und Ende Aufnahme erreicht. Furchtbar. Haben wir jetzt hier was? Irgendwas in der Nähe? Ha, hier kann ich jetzt wieder nichts sehen. Dann nicht erschrecken. Wir gehen mal ganz kurz in die Korde rein. Scrollen mal ein bisschen runter. Hier diese Kurve. Da könnte was sein. Dann schauen wir uns das an. Das müssten wir eigentlich noch schaffen. Das kriegen wir noch hin. So einen langen Atem haben wir noch. Ach ja. Na, mal gucken, vielleicht gehe ich heute noch mal in den Püpfchen, noch mal in den Pool heute Nachmittag, mal schauen. Wie gesagt, es ist noch viel zu tun, ich weiß es alles noch nicht. Also, müssen wir mal gucken. Was kommt da? Was ist da? Moment mal, was ist das denn? Ach, da müssen wir rüberfahren. Landwirtschaftliche Inspektion voraus, langsamer fahren. Aha, wo muss ich denn jetzt hier lang? Landwirtschaftliche Option. Jetzt muss ich kurz... Das habe ich noch nicht gehabt. Hätten wir dadurch gemusst oder muss ich jetzt hier rum?
er sagt mir hier lang. Was ist das denn? Das hab ich an Papiere oder was? Moin! Noch ein Stück vorfahren? So, Moment mal, was ist das? Um die landwirtschaftliche Inspektion zu starten, halte an und drücke Eingabetaste. Inspektion wird durchgeführt. Sie können weiterfahren. Das war jetzt eine Inspektion? Okay. Na denn. Fahren wir weiter. Obwohl, jetzt, wenn wir schon einmal diese Möglichkeit haben, dann werden wir uns jetzt hier an den Rand stellen. Da stören wir auch keinen. Und dann passt das auch. Weil sonst wird das wieder zu heftig. Hier am Rand. So. Ach, das hat auch noch Geld gekostet. Nee, das war bestimmt unser Kredit. So, warte mal. Wie sieht's hier aus? Oh, nee, da sind wir doch aus dem Weg hier, ne? Jetzt stören wir keinen weiter. Okay, noch ein Stück rüber. Fahren wir noch ein Stückchen rüber. Und dann würde ich sagen, das sieht ganz gut aus. Machen wir noch ein schönes Foto für ein Thumbnail, würde ich sagen. Klick. Sehr schön. Ja, machen wir auch mal Motor aus. Zack. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank wieder fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch einigermaßen so ein bisschen unterhalten. Ich wünsche euch noch, da ihr das ja morgen seht, ein schönes Restwochenende am Sonntag. Bis zum nächsten Mal. Ganz liebe Grüße. Euer Ernie. Ciao, ciao.